Also mein Name ist Klaus. Wir sind heute hier für nach Open Film am Blackout. Einige von euch kennen mich schon. Ich bin das unsichtbare Gesicht hinter Blackout, Social Media und so weiter. Ich erkläre euch heute ein bisschen was zu dem Geschäft. Blackout ist vom italienischen Hersteller Technical Bug, wurde 2014 für die Firma Alexander und Sascha Stürzer gebaut. Ist bundesweit einmalig, auch in der Fahrweise hier in Deutschland. Hat 16 Sitzplätze, eine Flughöhe von 22 Meter bis zu 4G. Und jede Fahrt ist individuell anders. Alles andere ist nur Schaukeln, das ist ja unser Slogan. Wir haben ja wirklich richtige Überkopffahrten, Loopings. Wir können mit den Gondeln spielen, bremsen, kopfüber durch den Bahnhof fahren lassen, die Gäste oben in der Mitte stehen lassen, drehen lassen, oben kopfüber stehen lassen. Die Sitze sind in Carbonoptik gehalten, dass unsere Gäste bei 30 Grad Hitze nicht in die Schalen brennen. Nein, Spaß. Sieht schön aus, macht was her. Und unter die Gondelbeleuchtung unten dran haben wir neue RGB-LEDs reingemacht im Frühjahr. Die waren standardmäßig weiß. So, das, was Sie hier jetzt sehen, sind die Stickstoffbehälter für die Bügel. Wie Sie sehen, an jedem Bügel zwei Stickstoffbehälter und die Abstandssensoren. Das heißt, wenn der Sensor nicht mit denen übereinstimmt, wenn der den nicht kriegt, können wir nicht losfahren. Selbst die Gondelbeleuchtung wurde nachträglich hinzugefügt, eingebaut vom Schausteller selber. Die Rückwand war am Anfang auf der Rolle mit platziert und die Rolle hinter dem Mittelbau. Die Firma hat es jetzt letztes Jahr umgebaut, dass die Rückwand direkt am Mittelbau mit befestigt ist. Einfach nur noch zum Aufklappen und das war es dann auch schon. Ne? Wie ihr seht, immer mehr Arbeitserleichterung auch für Schausteller. Die Thematik ist in Transformer-Optik gehalten, passt am besten zu diesem Geschäft. Einige kennen es vom Auf- oder Abbauen. Sieht auch wirklich so aus. Das Geschäft wird in 8 Stunden aufgebaut. 8 Stunden Aufbauzeit haben wir und in 6 Stunden ist das Geschäft komplett abgebaut, transportfähig. Zum Abbau müssen wir die Lichterleisten abmachen. Der Bogen hier oben muss weg. Und zum Abbau kommt da vorne die Lichterleiste runter und die Bögen links und rechts außenrum. Und wie man sieht, sind ja hier Scharniere dran, oben an den kleinen weißen, links und in der Mitte und auf der anderen Seite. Das sind Trittbleche, damit wir die Schrauben oben lösen können zum Abbau bzw. zum Aufbau festziehen. Anzahl Transporte haben wir 2, den Mittelbau und die Rolle. Die Gondeln, die Kasse, die Zäune und Dekorationsmaterial wird alles auf der Rolle verladen und am Mittelbau eigentlich fast gar nichts mehr. Die Kasse ist auch frei platzierbar. Entweder links, rechts oder Mitte, aber in der Mitte macht es ja fast keiner mehr. Jeder Morgen auf dem Festplatz geht für uns mit einem Sicherheitscheck los. Der ist vom Hersteller vorgegeben und wird computerüberwacht und muss wirklich täglich gemacht werden oder auch nach einem Stromausfall. Jeden Tag aufs Neue müssen wir einen täglichen Test machen. Das heißt, ohne diesen täglichen Test können wir jetzt praktisch gar nicht fahren. Wir müssen jetzt einmal ins Testprogramm reingehen. Dann sagt uns der Computer, dass wir eben verschiedene Sachen testen müssen. Das wird jetzt einmal gemacht. Einmal den Schalter für die Zulassung vom Auf- und Zumachen. Das heißt praktisch die Zündung. Die machen wir jetzt einmal aus. Dann müssen wir einmal den Notknopf drücken und lassen. Das heißt praktisch einmal rein, geht der erste grüne Punkt frei. Wieder einmal raus, dann ist der Notausknopf gedrückt. Das heißt praktisch, er testet jetzt auch, dass das Notaus funktioniert. Sollte irgendwas sein, drücke ich hier drauf, schalte das Geschäft komplett ab und stoppt. Den Reset-Knopf drücken, der ist hier unten. Das heißt praktisch, damit können wir alles resetten und quittieren. Fehler quittieren oder wenn er mal sonstige Sachen hat, wenn die Gondeln nicht in Position sind während der Fahrt und anhalten und die müssen dann manuell eingerichtet werden, können wir das dann nochmal bestätigen, dass es gemacht worden ist. Dann prüft er das Ganze nochmal elektronisch und dann kriegen wir eine Freigabe. Jetzt hat er eben hier noch einmal die 2 Umrichter getestet. Das heißt praktisch den 1. Umrichter, der ist für die Drehbewegung vom kompletten Arm zuständig. Und den 2. Umrichter, der ist praktisch jetzt zuständig, dass sich die Gondel, das ganze Kreuz einmal dreht.
Ebenfalls getestet hat er jetzt die ganzen anderen Sensoren hinten elektronisch einmal, ob die ein Signal bekommen. Das ist so richtig. Jetzt muss ich die Zündung wieder anmachen. Und jetzt möchte er eine Ladung haben, ohne, also einen Zyklus haben ohne Ladung, das heißt praktisch ohne Personen einmal fahren. Gehe ich einmal ins Fahrprogramm rein, hat er automatisch schon ausgewählt, Automatik, was bei uns normal nicht der Fall ist. Wir fahren immer manuell, beim Tagescheckup aber Automatik. Zyklus 1 ist der kürzeste Zyklus, dann würden wir den einmal starten. Dann drücken wir ganz normal auf Start und ich brauche jetzt gar nichts machen, das macht jetzt manuell. Kann das Ganze natürlich aber auch hier überwachen. Sehe praktisch, dass der Arm anhebt, dann die Beschleunigungen und alles. Was sehr schön ist bei dem Geschäft ist, man kann immer überwachen, ob alle Bügelsensoren da sind, ob die ganzen Bügel geschlossen sind, in welcher Position sich gerade der Arm befindet und dann noch ein paar andere Sachen. Jetzt geht einmal die Bügelkontrolle auf, das heißt, er muss oben immer einen Schalter betätigen und ich muss hier unten einen Schalter betätigen. Somit ist halt gewährleistet, dass nicht irgendeiner schaltet und die Bügel aufgehen. Jetzt öffne ich die Bügel hier unten und jetzt fängt er an, seinen Test zu machen. Das heißt, einmal links und einmal rechts. Die Bügel haben oben hinten Stickstoffzylinder drin und die Stickstoffzylinder halten praktisch den Bügel. Und das testet jetzt das Programm. Das heißt, die machen jetzt die Bügel oben einmal komplett zu. Dann ziehen sie einmal dran mit Zug, ob der Druck da ist, dass sie sich nicht bewegen. Und er testet es dann einmal. Wenn er mit der linken Seite fertig ist, dann öffnen sich die Bügel wieder. Dann geht praktisch das Öffnen-Schließen-Schema wieder. Und danach testet dann der Computer das andere Ventil von den Bügeln. Und zwar auf der anderen Seite. Das wäre jetzt in dem Fall die rechte Seite. Jetzt arbeitet er. Man sieht es oben, dass er arbeitet und rechnet. Und ohne diesen täglichen Test können wir nicht fahren. Sollten wir jetzt mal einen Stromausfall haben, der Strom weg sein, müssten wir das Ganze nochmal neu machen. Links zeigt jetzt, dass es okay ist. Und jetzt macht er praktisch, nachdem die wieder geöffnet sind, die rechte Seite noch einmal. Das heißt, egal, wenn es ein Stromausfall wäre oder sonstige Fehler, die Bügel, die gehen nicht auf. Da haben auch viele Angst, weil da vorne jetzt so ein kleiner Gurt ist, wenn der aufgehen sollte. Oder wenn die dran rumspielen, dann geht er öfters mal auf. Verstehe ich auch nicht, warum Leute da immer mit den Fingern dran rumspielen. Ist anscheinend interessant, aber da haben halt manche dann echt Angst, dass eine Bügel aufgehen kann, aber der geht nicht auf. Die kleinen Gurte, was oben an den Bügeln sind, die sind dafür da, wenn wenig Betrieb ist, dass die Bügel nicht komplett aufgehen, um halt einfach auch das Material zu schonen, um die Stickstoffzylinder zu schonen, dass halt die Bügel nur ganz leicht aufgehen und der Computer halt erkennt, dass die offen sind. So, jetzt ist es nochmal okay. Das heißt, beide Checks sind abgeschlossen. Jetzt öffnet das Ganze nochmal. Das heißt, die Bügel werden noch einmal komplett geöffnet und geschlossen. Der tägliche Test ist somit dann abgeschlossen. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Bügel schließen von hier unten und tue resetten und schon hat er praktisch alles auf grün. Zyklusberechtigung ist auch auf grün. Das heißt, ich darf jetzt fahren. Jetzt gehe ich raus. Und das können wir fahren. Kann jetzt aussuchen, ob ich manuell oder Automatik fahre. In der Früh fahre ich meistens dann immer Automatik, weil manuell fahren wir nur mit Fahrgästen. Dann drücken wir nochmal auf Start und dann startet das Ganze nochmal und dann fährt er jetzt nochmal seine Fahrt. Und danach kann ich dann nochmal sicher sein, dass wirklich alles gut ist und somit der Test auch abgeschlossen ist, das Geschäft funktioniert. Und dann bleibt natürlich der Computer an, bis wir aufmachen, weil wenn wir jetzt den Computer wieder ausschalten würden, um Strom zu sparen oder was, dann würden wir das Ganze beim Aufmachen nochmal machen. Das kostet dann, wie gesagt, nochmal Zeit. Das sind so eine Viertelstunde, 20 Minuten manchmal, wo dann wirklich da dran scheitern gehen vorm Aufmachen. Das heißt, müsste man noch früher rein. Aber so wissen wir, dass das Geschäft funktioniert, dass der Check ist, dass keine Fehler da sind und dass unser Geschäft läuft und dass wir Zeit haben, für unsere Fahrgäste dann aufzumachen. Alles einwandfrei funktioniert und unsere Fahrgäste natürlich dann hier ihren Spaß haben können. Jetzt fährt er praktisch hoch und jetzt hat er oben den Punkt erreicht, wo die Drehscheibe der Umrichter startet. Das heißt, ich kann das Kreuz beschleunigen, negativ. Dann dreht sich das mit dem Uhrzeigersinn, wenn man von oben drauf schaut. Ist die Pendelstange freigegeben, jetzt beschleunige ich die Pendelstange. Und dann hole ich die Richtung. Geht einmal nach rechts oder nach links. So, dann wollen wir mal lock auf lockig und geschmeidig hier. Kleine Einführungsrunde, bitteschön.
schwingen wir praktisch ein bisschen hin und her, ohne dass wir oben drüber gehen. Und man sollte mal einen richtigen Punkt abpassen. Dass wenn ich jetzt einmal rüber gehe, bremse ich. Und wenn ich nochmal rüber gehe, bremse ich. Und jetzt macht er praktisch die Beschleunigung. Schlosser los, ich sind an ihrem Kinderkarussell in ihrem Minister schwungen gesagt. Hey, auf geht's! Sieht man über die Umdrehungen, wie lange die Drehscheibe sich dreht, das heißt, es ist auf voller Beschleunigung. Und hier sieht man immer, dass der Arm auch mit, nach der zweiten Runde einmal automatisch runterbremst, damit dort eben nicht zu viele Kräfte drauf auf einwirken. Jetzt halten wir das Ganze einmal oben an, lassen sie kurz stehen und ändern mal die Fahrtrichtung. So, Richtungswechsel, dann würde ich sagen, drehen wir den Salat, das Ganze einmal andersrum. Mal ein bisschen Gulli rein, das heißt die Gondelbremse, die sind jetzt starr. Und wenn ich dann möchte, dann mache ich die einfach wieder auf und dann schwingen die Gondeln wieder mit. Somit kann ich sie kopfüber durch den Bahnhof lassen, stehen lassen, je nachdem. Was wir jetzt mal machen, das heißt, das manuell oben auch immer anhalten. Erfordert ein bisschen Übung. So, eine Runde Blackout Relaxing. Na, alles paletti bei euch? Oh wei, oh wei. Lasst euch nicht so hängen. Leben geht weiter. Backen wir es nochmal. Drehen wir die Kiste nochmal auf hier. Und je nachdem, wie halt der Bedarf ist. Ich habe hier oben meine Fahrzeit. Das sind wir bei 197, 98 Sekunden. Das heißt praktisch sind wir umgerechnet bei 220 Sekunden oder 240, dann schon 4 Minuten. Jetzt halte ich sie oben nochmal an. Dann tue ich das Gondelkreuz einmal zurückdrehen. Mache ich ab und zu mal, je nachdem wie ich Lust habe und wie das Publikum da ist. Ich kann halt wirklich darauf eingehen, das heißt explizit, welches Publikum ist da. Familie da, mehr Kleinere da, Jugendliche da, Erwachsene da und so kann ich das Fahrspiel halt anpassen. Das sollte nicht so extrem ist, weil dann wirklich Power. So, dann lassen wir es andersrum drehen und dann machen wir das Finale und dann war es das auch schon. So, Endspurt, letzte Runde hier, Finale! Hey! Kann ich es einmal, zweimal kurz über den Bahnhof lassen, dann kann ich es aufmachen und dann schwingen die Gondeln wieder. Und das ist halt dann nochmal eine besondere Belastung für den Körper, beziehungsweise kriegt man das dann nochmal extrem mit. Und dann ganz normal einmal auf Stopp drücken, wenn er bestimmte Position hat, der Arm, das heißt, wenn die Gondeln ganz oben sind, das Gewicht unten. Und dann packt er über Parksensoren wieder automatisch ein. Das heißt, er pendelt jetzt aus, sucht sich die richtige Position, macht die Gondelbremsen rein. Das ist ja die Parkbremse, Positionsbremse, weil die Gondelbremse hat hier das Sascha und der Alexander Störzer separat einbauen lassen, eben, dass man halt eben das Fahrspiel machen kann. Das war ab Werk nicht dabei, das haben die beiden extra bestellt, wodurch man halt die Fahrt dann nochmal extrem anpassen kann aufs Publikum. So, ein aus, die Maus, Maschine, stop. Das zeigt mir oben gleich, ob der Arm in der Grundstellung ist. Das haben wir natürlich überzogen, das zeigt der Computer auch gleich an, dass es zu lang ist. Gutes Beispiel jetzt. Das heißt, es ist eine bestimmte Fahrzeit vorgeschrieben, wo man haben muss. Und es ist natürlich jetzt eine Zeit, wo es dann zu lang ist. Und nach einer gewissen Zeit, das heißt über 5 Minuten, warnt er mich nicht mehr, sondern schaltet ab. Jetzt sind die Bremsen drin, die grüne Hinterlegung ist weg und jetzt fährt der Arm einfach einmal komplett nach unten. Das sieht man auch hier, dass der Arm abfährt, sobald das Licht aufgehört hat zu blinken. Gibt er oben seinen Schalter frei, das sehe ich, den hat er jetzt freigegeben und wenn ich den freigebe, dann leuchtet er auch nicht mehr. So, Köpfe zurück, Bügel einmal loslassen, die öffnen automatisch, ich gebe die Gondel frei und dann gehen die auf und dann ist der Fahrtspiel vorbei. Das heißt praktisch, sollte ich das nicht beachten, dass ich die Zeit überschritten habe, nach einer gewissen Zeit schaltet er automatisch auf, aus Sicherheitsgründen. Ist halt vom TÜV her vorgeschrieben und kann ich nur damit überwachen.
Das heißt, wenn ich fahre, ich muss mich aufs Publikum konzentrieren, aufs Geschäft selber konzentrieren, was für eine Bewegung das da macht, dass das beeinflussen kann und natürlich den Computer im Blick halten, ob er Fehler hat und halt eben steuern. Jinglebox habe ich noch, um meine Jingles zu machen. Da haben wir an die 60 Stück. Dann haben wir noch eine LED-Schalttafel für unsere RGB-LEDs vorne, eine Nebelmaschine und dann halt nochmal neue RGB-Scheinwerfer in der Mitte vom Kreuz. Das sieht man aber abends dann. So, wir halten noch. Kommt schon, wer noch mitmöchte, bitte schön anschließend dabei sein. Dann geht's los hier. Blackout Testen. Einmalig hier in Deutschland, exklusiv hier in Nürnberg für euch. Da bekommt man das Kribbeln von unten nach oben und manchmal sogar mehr. Oh yeah, leider geiler Style. So, hallo liebe Freunde von nach oben Film. Wir sind am Ende von unserem Tag angekommen. Es war ein anstrengender Tag, es war ein lustiger Tag. Der Grund ist, warum wir jetzt keine weiteren Interviewsanfragen mehr bearbeiten oder zulassen, ist einfach, weil es schlicht und einfach den betrieblichen Ablauf stört, die Betriebssicherheit und es einfach zu viel Zeit kostet. Es ist nicht gegen irgendwelche YouTuber. Wir leben von euch, wir leben mit euch. Wir haben auch Spaß dran, eure Videos zu sehen. Es ist einfach in der letzten Zeit, in den letzten Jahren zu viel geworden und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Das hier heute ist eine ganz große Ausnahme. Wir freuen uns nach wie vor, euch am Geschäft begrüßen zu dürfen. Wir reden auch mit jedem Einzelnen von euch sehr gern. Wir beantworten auch am Geschäft so mal Smalltalk-mäßig gerne Fragen und als Gäste ist hier bei uns jeder willkommen.